Hallo und herzlich willkommen zu den Consorsbank News. Mein Name ist Stefan Kemper und ich arbeite als Investment-Spezialist im Private Banking von BNP Paribas. Technologietitel oder ganz allgemein sogenannte Wachstums- oder Growth-Aktien sind zuletzt an der Börse ja doch böse unter die Räder gekommen und haben teilweise die gesamten Gewinne, die während der Covid-Rallye angefallen sind, ja komplett wieder abgegeben. Hier kann man sich zum Beispiel mal die Kurse von Peloton oder auch einer Zoom angucken, da sieht man das sehr, sehr schön. Aber die steigenden Zinsen haben nicht nur eher junge Technologietitel getroffen, sondern haben auch vor den etablierten Platzhirschen eigentlich überhaupt nicht Halt gemacht. Wenn wir einfach mal über die letzten Monate und Jahre zurückgucken, dann war Growth-Technologie wirklich extrem dominierend an den Märkten. Und ich glaube, dass nichts diese Dominanz so gut zusammenfasst wie das Akronym der FANG-Stocks, also Facebook, Apple, Alphabet, Microsoft und Google. Diese fünf Werte machten zwischenzeitlich deutlich mehr als 20% des S&P 500 aus. Dieses Akronym wurde dann teilweise noch mal ein bisschen geändert. Man hat auch etwas andere Aktien darunter zusammengefasst. Eine Netflix kam dazu, eine Tesla, eine Nvidia, auch eine Baidu und eine Alibaba. Das Thema blieb aber insgesamt so populär, dass es mittlerweile auch einen eigenen Index gibt, der die Kursentwicklung dieser ja doch illustren Gruppe zusammenfasst. Und wie man hier aus dem folgenden Chart erkennen kann, konnten sich halt auch diese Fang-Aktien dem Abwärtssog für Technologiewerte nicht entziehen. Jetzt mag sich der eine oder andere von euch denken, ich habe die Aktien im Depot, ich weiß, dass die Kurse gefallen sind, warum erzählst du mir das? Nun, die Antwort ist, ich möchte damit sicherlich kein Salz in eure Wunden streuen, ganz im Gegenteil. Ich erzähle euch das, weil das der notwendige Hintergrund für eine Entwicklung ist, die man intuitiv wahrscheinlich nicht unbedingt auf dem Schirm hat, denn viele dieser Technologieaktien tauchen mittlerweile aufgrund dieses Kursrückgangs plötzlich auch in Value-Indizes auf. Und das stellt das Faktor-Weltbild ja schon eigentlich komplett auf den Kopf. Bis jetzt war das simpel formuliert, bei Faktoren relativ einfach. Growth war primär Technologie, also Wachstum. Value hingegen unterbewertete Werte, da hatten wir viel Zyklika drin, sowas wie Autos, Banken, aber auch andere eher etwas defensivere Werte, sowas wie Versorger oder auch Nahrungsmittelhersteller. Aber mit diesem alten Weltbild ist jetzt ganz offensichtlich Schluss. Zuletzt hat der Indexanbieter FTSE Russell die Änderung für seine US-Value-Indizes bekannt gegeben. Und diese Indizes nutzen primär das Kurs-Buchwert-Verhältnis als Kriterium, um zu entscheiden, ob eine Aktie für den Value-Faktor in Frage kommt oder nicht. Das Ganze geht so ein bisschen auf die Idee von dem sehr bekannten Value-Investor Benjamin Graham zurück. Da jetzt die Kurse von Technologieaktien, wie gerade besprochen, zuletzt deutlich gesunken sind, finden sich nun etliche Namen auf der Liste, also der Zugänge für die Value-Indizes, die man sich ja noch vor einem Jahr niemals hätte träumen lassen. Da sind Werte dabei wie Meta, also die Facebook-Mutter, eine Netflix, eine PayPal, eine Zoom, Moderna, sogar eine GameStop und eine Okta. Und in der Folge steigt dann natürlich auch die Gewichtung der entsprechenden Sektoren, also zyklische Konsumgüter und Kommunikationsdienste vor allem, im Index deutlich an, nämlich um 96 bzw. 176 Basispunkte. Jetzt hat zwar jeder Indexanbieter seine eigenen Definitionskriterien, was Value ist und was dafür in Frage kommt. Es muss also nicht zwangsläufig so sein, dass diese Änderungen dann auch bei anderen Value-Indizes 1:1 nachvollzogen werden. Es wäre aber grundsätzlich schon überraschend, wenn sich einzelne Indizes diesem Trend komplett entziehen würden. Das Ganze ist für mich, und darum erzähle ich das, wirklich ein sehr gutes Beispiel dafür, dass wir als Anlegende, gerade wenn wir bei Themeninvestments oder auch bei Faktorinvestments investiert sind, immer wieder auch die Produkte und den Inhalt dieser Produkte überprüfen müssen, einfach damit wir vor bösen Überraschungen geschützt sind. Ist da wirklich noch das drin, was wir glauben, das drin ist? Denn nach diesen Umstellungen bietet der Russell 1000 Value Index zum Beispiel eine deutlich weniger Diversifikationseffekte für ein eher technologielastiges Portfolio. Und ich glaube, das sind Dinge, derer man sich dann einfach auch bewusst sein sollte als Anlegender. Damit sind wir am Ende der heutigen Consorsbank News. Ich hoffe, die Informationen waren für euch von Interesse. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich erfolgreiche Trades und sage Tschüss. Consorsbank.